The goblin siblings lay dead, and the pilgrims were now safer in their caves. But the last step remained to be taken. The warriors knew only that somewhere in the expanse of the caves was the ancient halls of the spirit who would reveal new truths to them. Mark was out of the woods now, his fever gone. He was almost up and about. "Welcome back, brother," said Kevin. He had avoided conflict over the years, living in harmony with nature. But as Uncle Ben was fond of saying, a Berkson would forget how to walk before they forget how to fight. As if night had become day, the cub showed no signs of its past struggles, with Lucy and he now simply dancing the day away. If the little wolf cub was to stay, it would need a room and bed of its own. All too happy to build it, Ben only required some wood and nails from nearby. Und damit ein Hallo und willkommen zurück in der Showbox. Es geht weiter mit Children of Morta. Nach etlichen Zwischensequenzen, die alle sehr, sehr cool waren. Und Mark jetzt unserer Gruppe beigeschlagen, beziehungsweise zu Kräften wiedergekommen ist. Schauen wir mal, was hier alles abgeht. Und das Wolfsjunge ist auch gerettet. Das haben wir ja das letzte Mal komplett eingesammelt alles. So. Das sitzt übrigens auf der Treppe. Reden wir mal mit Ben. Whenever he could find time, Mark was reading about herbs and salves. His interest in medicine inherited from his grandmother. Okay. Mark ist ein genauso krasser, cooler Charakter wie die ganze Familie sowieso ist. Ich weiß nicht, ich hab mich jetzt schon komplett in das Spiel verliebt, also es ist wunderschön. Wir sind jetzt in der 10. Folge und es ist einfach, wie soll ich sagen, es macht Spaß von Anfang bis jetzt. Ich habe nie Langeweile und ich hoffe, euch geht das genauso. Beim Zusehen, wenn das so ist, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt und ihr dazu findet. So, gehen wir mal kurz ins Tiergehege. Wir haben ja einen Köder. Ein Tierlegali, das überhaupt nichts bringt. Das heben wir dann mal auf. Wir brauchen da schon 2 Stück. Ansonsten, was gibt es da noch Neues? Mark ist jetzt in der Charakterauswahl verfügbar. Ein Upgrade Gewandtheit wurde freigeschaltet. Und ein neues Souvenir im Haus der Bergsons. Sie spielen Baseball. Da ist es in Kevins Zimmer. Das haben wir freigeschaltet. Gewandtheit. Ah, da ist Gewandtheit. Erhöht die Chance, dass die Bergsons völlige Angriffe vermeiden. Das ist extrem cool. Da haben wir das Buch von Rhea, da haben wir auch was freigeschaltet. Und zwar das hier, denn die Runenkenntnis schaltet Runen für verschiedene Slots frei. Erhöht die Haltbarkeit von Runen, okay. Das war das, also was wir gefunden haben, dass es das Runen freischaltet. Die anderen Sachen lasse ich noch
schaue ich mir noch nicht an, da will ich mich mal überraschen lassen, was uns da noch alles erwartet. Genau wie die Skills da unten, die schaue ich mir auch nicht an. Ausweichchance. Auf, das ist so billig, das machen wir einmal. Die Haltbarkeit ist eigentlich ganz zufriedenstellend. Ja, ganz zufriedenstellend, wie ich fand. Dann machen wir hier mal Gesundheit. Die brauchen wir jetzt wahrscheinlich. Kritische Trefferchance. Die erhöhen wir auch einmal. Jetzt haben wir noch 500. Da können wir dann noch nichts verbessern, ne? Mit 500. Die Gewandtheit können wir noch einmal verbessern. Ich meine, 5% ist schon sehr nice. Machen wir das mal. Das ist die Geschwindigkeit. Wunderbar. Und dann können wir schon in die nächste Kapitelauswahl gehen. Weil ich glaube, hier ist nichts mehr, was wir hier im Haus finden oder reden könnten. Ah, da ist Onkel Ben. Mark muss ich perfekt vorbereiten. Ich würde sagen, gehen wir doch gerade noch mit Mark jetzt rein. Bin ich sehr gespannt. So, die Kältdiebo-Höhlen. The first guest to be summoned, Anaya Dyer, was to be found in the darkest depths of the Kältdiebo Caves. For a spirit to leave her domain, though, was no simple task. Die Kältdiebo Höhlen, die Anaidyrs Hallen, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und schau mal da, wer hier ist. Hier ist Mark. Schau mal kurz Fähigkeiten. Wenn der väterliche Aurität. Familienmitglieder halten Himmelsschlag-Runen für ihre verschiedenen Fähigkeiten. Okay. So, auf, rein mit dir. Komm her, Mark. Ein Faustkämpfer. Mark zielt automatisch auf Gegner, die in seiner Nähe und rast ihnen entgegen, wenn er sie angreift. Ein Symbol unter dem Gegner zeigt Marks aktuelles Ziel an. Okay. Ah, schon ziemlich nice. Interessant. Der macht extrem Schaden. Wow. Okay, der ist ein bisschen verrückt, sag ich mal. Da haben wir ein gewöhnliches Tierleckerli gefunden. Das ist schon mal sehr nice. Ein bisschen Gold. Holy moly. Das hat ihn schon ziemlich weggerafft eben.
Mark inspiriert seine Familie dazu, an ihrer Banabar zu arbeiten, wodurch ihre Ausweichbalken schneller regenerieren. Okay. Primärangriffe füllen Marks Rüstungsbalken. Rüstungsbalken? Okay. Erlittener Schaden wird reduziert, die Rüstungsbalken nehmen dabei allerdings ab. Okay, Mark schwingt seine magische Peitsche, um vor sich um Gegner zu betäuben. Ich glaube, das ist eigentlich ganz nice. Primärangriffe füllen Marks Rüstungsbalken, erlittener Schaden wird reduziert, die Rüstungsbalken nehmen dabei allerdings ab. Das ist sehr, sehr wichtig bei ihm. Ausweichrolle, wo er macht, das nenne ich mal eine Ausweichrolle. Springt er komplett von den Gegnern weg, finde ich richtig gut. Da geht's weiter. Da können wir rein. Ah, da gibt's Ping-Pong. Machen wir mal. Ah, das war echt eng. Wunderbar. Oh, und jetzt hoch mit dir, jawohl. So, und... Ah, das war's fast. Oh! Ein Leben verloren. Wunderbar. Ein gewöhnliches Tierlegali, dann haben wir hier noch eine Rune. Leichenexplosion um. Okay, Leichenexplosion. Schauen wir mal ganz kurz. Okay. Es besteht die Chance, dass Gegner explodieren. So, zum Beispiel. Nehmen wir das mit. Das finde ich viel besser. Uiuiuiui. Verursacht Dornenschaden, der Schaden auf Angreifer zurückwirft. Brauche ich nicht. Was ist das denn? Nehme ich mal mit. Schauen wir mal kurz an, was der bewegte Zauber. Oh. Oh, wieder ein Leckerli. Und noch eine Rune. Ah, das ist auch wieder die Dornenrune. Die brauche ich nicht. Gegner explodieren, das ist echt mächtig. Okay, das war's jetzt aber auch. Nehmen wir die mit. Zauber fügt dir und allen Gegnern eine erhebliche Menge Schaden zu. Das will ich nicht mitnehmen.
Ich meine, ich habe eine Rüstung, die das irgendwie abblockt, aber trotzdem. Das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Oh, hallo. Mary. Lucy. Was barely containing her excitement as Margaret continued to train her patiently. When will be the time? When, she kept asking. To the excitable and talented child, few chores were as boring as practice. But the fire child still needed more. Ja. Nicht, dass sie sich nochmal hier mit Feuer versenkt, die Kleine. Der Schaden deiner Primärwaffe erhöht sich mit der Zahl der Edelsteine, die du besitzt. Momentan sind es 0. Aber ich muss sagen, Mark kann auch schon recht abgehen. Ich habe übrigens eine Fähigkeit, die ich komplett verpeilt habe. Dauer der Betäubung. Auf Y. Alles klar. Oh, oh, oh. Das war extrem. So, ein neues Level. Hinten noch jemand? Nee. Oh mein Gott. Oh ja. Oh shit. Okay. Irgendwie sind wir durchgekommen. Göttlicher Gefallen erhöht den Schaden der Primärwaffe. Finde ich immer gut. Nichts geht über Schaden. Du spuckst Feuer in einem kegelförmigen Bereich. Wow.
Das kann was. Hat einen kleinen Cooldown. So, hier geht's weiter. Oben geht's auch weiter. Schauen wir erstmal hier oben nach. Ah, da ist wieder Oma. Grandma was already there, as always, before the Bergson could have a look around. Those who approach the light will gain more valuable experiences, was how the tablet was explained. So, die Weisheit haben wir freigeschaltet. Wunderbar. Das sind noch Gegner übrigens. Okay, wen haben wir denn da? Wunderbar. So, Zauber. Tausch deine göttlichen Gefallen gegen andere göttlichen Gefallen zufälliger Natur. Dann muss ich mal kurz schauen. Nee, lass mal. Was haben wir denn hier oben? A creature of inanimate stone, given life by the power of the mountain god and presented to the mother of beasts. So, was Grandmother von uns hier will, das sehen wir in der nächsten Folge. Denn hier mache ich einen kurzen Cut. Danke fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut und ciao.